Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Einblick in Temesia hier auf Twitch und natürlich auch willkommen für die Leute, die es auf YouTube gucken. Was soll ich sagen? Temesia ist ein Souls-like-Game von den Overborder Studios, veröffentlicht von Team 17. Und der Begriff Souls-like ist ein bisschen, ja, man könnte es aber auch als wie heißt schnell? Ach Mensch, komm nicht drauf. Das andere von From Software. Bin ich denn besoffen? Ich hab's unter mir irgendwo im Schrank stehen. Ja, ihr wisst Bescheid. Also, wie soll ich sagen? Es ist halt ein Souls-like-Spiel von einem Indie-Entwickler. Und ich fand es ziemlich cool. Ist ein kleiner Geheimtipp. Und Bloodborne hieß es übrigens. Also ein Bloodborne-like-Spiel. Gott, könnte ich das vergessen? Sehr geiles Spiel. Und ja, ich würde euch das gerne mal zeigen. Ich habe schon mal reingeguckt. Und das fand ich halt sehr interessant. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt ein Einblick-Video und. Da werde ich jetzt loslegen. Also, let's go. Ja, Spiel fortsetzen wollen wir nicht. Wir machen ein neues Spiel. Hermesfestung. Das Königreich von Hermes, Land der Alchemie. Es heißt, die hier praktizierten Alchemisten. Alchemie kann Seuchenkeime zu Gegenmitteln verwandeln. Das Volk von Hermes wurde von dieser mystischen Kunst geschützt. Und das Königreich wurde zu einer der mächtigsten Nationen des Kontinents. Mal kurz gucken hier. Achso, zu Beginn hielten die Leute alles nur für eine gewöhnliche Infektionskrankheit. Erst als das Vieh zu sterben begann und die Infizierten sich unter Schmerzen krümmten, erkannten sie, dass sie es mit einer tödlichen Seuche zu tun hatten. Königreiche taten ihr Bestes, um die Epidemie und die scheußlichen Kreaturen zu besiegen, doch ihr Widerstand war zwecklos. Bald machte sich auf dem gesamten Kontinent Verzweiflung breit. Der Königreich Hermes begründete in der Krone einen riesigen Baum. Es gelang dank ihrer Praxis einer wundertätigen Alchemie, mit der die Seuchenkeime zu einem Heilmittel umgenutzt werden konnten. Schnell an die Macht. Als die Seuche in den Ländern grassierte, verließen sie sich auf diese Alchemie und damit die Flamme des Segens zu erleuchten. Doch wo Licht ist, wird es auch stets Schatten geben. Ja, hier spielen wir jetzt den Charakter Corvus. Jetzt sind wir erstmal im Tutorial-Gebiet. Er verwende linken Stick, um Corvus zu bewegen und halte, ja, Sprinten, verwenden er, um es umzusehen. Ja, Standard halt, wer kennt's nicht. Da steht's auch nochmal überall da. Was man sagen muss, Rüstung findet man in dem Spiel leider nicht. Aber es gibt auch Abzweigungen, die woanders hinführen, wo man meistens solche Zettel findet, um die Story ein bisschen zu verstehen. Und man kann aber seine Waffen leveln und man hat sehr viele Fähigkeiten. Das werden wir aber noch sehen. So, was haben wir hier? Folge den Befehlen und suche nach den Herzen. Da haben wir unseren ersten Gegner. Säbelangriff, Wunden und Hinrichtung. Verwende R1, um einen Säbelangriff zu vollführen. Verwende Kreis, um feindliche Angriffe auszuweichen. Säbelangriffe fügen Feinden Schaden zu und hinterlassen Wunden bei ihnen. Wunden verursachen vorübergehend Schaden und verheilen nach kurzer Zeit, wenn keiner weiterer Schaden erlitten wird. Wenn die Gesundheit und die Wunden eines Gegners auf Null sinken, werden sie benommen, während dich ein benommener Feind und verwende R1, um ihn hinzurichten. Jo. So, schauen wir mal. Das ist das Kampfsystem von Temesia. Wenn ich ihn treffe, sieht er jetzt die grünen Balken. Wenn ich jetzt nichts mache, hört er sich wieder auf. So eine kleine Besonderheit. Jetzt hat er wieder volle Energie. Erst mit mehr Schaden verliert er. Aber ich kann doch nicht parieren, okay. Gut, das war der erste Gegner. Parieren gibt es auch noch, das werden wir gleich lernen. Ich kämpfe jetzt nur mit der einen Fähigkeit. Ich muss sagen, von allen Indie-Titeln, die ich bis jetzt gespielt habe, also Dolmen und The Surge und finde ich, dieses Kampfsystem ist Dark Souls am ähnlichsten. Von allen Nachmachern. Parieren. Jetzt werden wir es parieren mit L1. Die ist echt schwer zu parieren, weil die zweimal angreift. Das ist voll mies. Oh, beide mal pariert. Und sieht er jetzt den Schaden? Nur das Parieren machst du denen so viel Schaden, echt. Komm mal hier. Papier an Boden. So.
da lang. Wie gesagt, man findet auch in den Wegen kleine Abzweigungen. Und das ist ja immer noch Tutorial-Gebiet, also hier ist jetzt noch nicht so schwer. Jetzt kriegt man es mal mit zwei Leuten zu tun. Fixieren, ja, R3 wie bei Dark Souls. Die eine hier weg. An ihn. Ey. Von oben rechts seht ihr auch die, wie haben sie es hier genannt? Ich nenne es jetzt mal Seelen, wie bei Dark Souls. Einen kann ich mich auch noch nicht, ne. Jetzt kommt ein etwas härterer Gegner. Du bist der Verschlinger, du wetzt deine Klauen und zerfetzt die Verfluchten. Clownangriff. Tippe R2, um einen Clownangriff zu vollführen. Der Clownangriff verursacht hohen Schaden an feindlichen Wunden und verhindert, dass sie verheilen. Damit kann man den Grünbalken sofort reduzieren. Also wenn ich jetzt mal Schaden verursache und jetzt R2, wird er halt ziemlich viel verlieren sofort. Also er kann sich nicht mehr so viel heilen. Sitzt du mich im Arsch? Hör auf! Bin ich Fußball oder was? Alter, eine solche Waffe. Ja, man, das ist die Besonderheit bei dem Spiel. Man kann von den Gegnern die Waffen klauen und sie einmal einsetzen. Später kann man aber im, ich nenne es jetzt mal Bonfire, die Waffen auch dauerhaft freischalten, was echt cool ist. Und es gibt eine Menge. Und das kostet übrigens 30 Euro, ist man PlayStation Plus Mitglied, spart man gerade 20%. Also zahlt man nur 23,99, glaube ich. So habe ich es zumindest gekauft. Jetzt kam natürlich auch noch von hinten. Uncool. Aber ich wollte mir gerade mal die Waffe von dem klauen. Mal aufladen. Zack. Mit 3 kann man jetzt einmalig die Seuchenwaffe benutzen. Jetzt wurde ich. Okay, Kondor. Ja, warte. So, aber jetzt. Das war jetzt. Ja, die hat eine schwache Seuchenwaffe. Gibt noch viel, später viel stärkere. Aber das dauert noch. Das sind wir ja im Tutorial-Gebiet, von daher ist es noch sehr lame. Hier haben wir noch einen Gegner, ja. Den mitnehmen. Also wie gesagt, das ist für mich einer der größten Geheimtipps des Jahres. Ich finde es sehr gut. Dafür, dass es von so einem kleinen Indie-Studio ist. Und ja, lohnt sich definitiv. Das ist übrigens in dem Spiel die Bonfire. Seelendrohnen heißen die. Wenn du dich an einem Seelendrohnen ausruhst, werden deine Tränke wieder aufgefüllt und deine Gesundheit sowie deine Energie wiederhergestellt. Außerdem werden die meisten Feinde wiederbelebt. Nicht alle. Ist auch so eine Besonderheit. Weil sonst könnte man bestimmte Sachen sehr oft farmen. Being found. Zur Spielzeit kann ich sagen, es ist leider kein so langes Spiel wie Dark Souls. Man soll es wohl ungefähr in 10 Stunden durch haben, aber das wird bei mir nicht der Fall sein. Also ich würde da schon ziemlich viel Zeit investieren. Ja, leider können wir noch nichts machen, weil wir erst den Tutorial-Boss bekämpfen müssen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das ist jetzt auch ein etwas härterer Gegner. Federn so tödlich wie seine eiserne Pfeile durchbringen ihre Schwachstellen. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Ton ist, ob die Lautstärke so hinhaut, aber ich denke mal, ja. Ja, müsste so hinhauen. Kritische Angriffe und Federangriffe. Leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein grünes Licht auf, führt er einen kritischen Angriff aus, der nicht pariert werden kann. Corvus muss stattdessen einen Federangriff vollführen, um diesen Angriff zu entgehen. Verwende L2, bevor der kritische Angriff Corvus trifft, um eine Feder zu werfen und den feindlichen Angriff zu unterbrechen. Corvus regeneriert geworfene Federn mit der Zeit. Federn verwunden außerdem den Feind und verhindern für eine gewisse Zeitspanne seine Heilung. Das ist schwer, finde ich, da das richtige Timing zu finden. Dazu müssen wir die Angriffsmuster sehr gut kennen. Das einmal probieren. Na komm.
Das war zu langsam. Aber es ist ordentlich Schaden, der Junge. Alter Schwede. Aber ich kann mir mal seine Waffe klauen, ne? Naja, mein Clown ist wieder da. Alter Schwede, er ist hart. Friedhof. Er ist jetzt zum Beispiel einer, der nicht neu spawnt, wenn man ans Bonfire geht. Wie ihr es unten sehen könnt, kann ich die Feder auch nur dreimal benutzen. Man kann sie aber wieder auffüllen, indem man irgendwas einsammelt oder halt sich hier ansetzt. So, ja, eine Feder werfen, haben wir gelernt. Noch was. Tagebuch eines Bewohners. Wie ist es nur dazu gekommen? Sie sagten uns, sie hätten einen Unfall gegeben am Geburtstag des Königs. Ich werde natürlich nicht alle Zelle vorlesen, weil zu lesen gibt es hier echt sehr, sehr viel. Ich finde es halt echt ein bisschen schade, dass man keine neue Rüstung findet. Aber ihr werdet noch sehen, man kann trotzdem sehr, sehr viel freischalten. Sehr viel. Ja, und euch dürfte auch aufgefallen sein, dass es keine Ausdauer gibt. Kann so viel ausweichen, wie man will. So ähnlich wie bei Sekiro. So. Das Daumen der Bosse ist, das weiß ich schon. Aber ich bin hier damals nicht runtergelaufen, deswegen... Damals. Wo ich mal reingeguckt habe, ob das Spiel was taugt oder nicht. Bist du ja noch. Aua! Alter, was geht mit dir? Spür mal deine Waffe. Eieiei. Machen ordentlich Schaden hier. Muss man schon sagen. Ja, nicht so. Ich hab den seine Waffe gar nicht bekommen. Zur Story, was soll man zur Story groß sagen? Ich habe die auch noch nicht so ganz geschnallt, aber ich habe ja noch nicht wirklich weit gespielt. Also, so, ich glaube, das war's jetzt hier. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Tutorial-Boss. Den ich leider nicht besiegt habe. Ich weiß auch nicht, ob man den überhaupt besiegen kann, weil das ist echt eine Nummer. Aber ich muss nochmal zurück. Keine Tränke. Ich würde schon gerne mal mit Tränken versuchen. Hier war's, gell? Ja. Wir haben 1141 Seelen, das dürften zwei Level, glaube ich, sein. So, versuchen wir mal den Boss. Werde ich nicht schaffen. Thank you.
Wieso übrigens gestern rausgekommen? Aber wir kämpfen jetzt gegen Bark. Ja, genau. Er wird mich getroffen haben. Alter, macht der einen Schaden. Haben wir seine Seuchenwaffe? Und er weicht aus. Ich vermute auch mal, dass er 3 Energieleisten hat, wenn ich da oben die Kugel neben meinen Seelen sehe. Ich hab einmal getroffen. Au. Oh. Ich hab beim ersten Mal erst gedacht, dass der, wenn er den besiegen muss, dann wow. Aber nein. Corvus, endlich bist du wach. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Du wurdest schwer verletzt, glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Hermes-Antwort. Offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du über deine Erinnerung im Klaren bist. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Das muss jetzt sowas wie das Hub sein. Aber ich habe noch nicht wirklich viel, außer den Kartentisch hier, wirklich was gefunden, was man hier machen kann. Okay. Bekanntmachung des Königs von Hermes. Aber falls euch fragt, was das Kartenmenü ist, ist es einfach nur, wenn ich auch mit ihr rede, dass man dann das erste Gebiet auswählen kann. Denn das Spiel hat keine Open World, sondern halt wie Dark Souls Level für Level. Mit Mini-Bossen und Bossen. Dem Gesegneten. So, würde ich sagen, gehen wir mal ins erste Gebiet. Das habe ich, glaube ich, nur kurz am Anfang gespielt. Corvus, bist du bereit, dich zu erinnern? Erinnerungsprozess fortsetzen. Bäume mehr. Suche nach dem Herzen. In den Anfangstagen der Seuche verbanden die Adligen alle Verbrecher, Arme und Kranke in eine niedrige Ebene des Königreichs, die auch als Bäumemeer bekannt war. Die Elite der Gesellschaft, die über diesen Elendsviertel lebt, kümmert sich nicht um deren Schicksal. Sie bezeichnen die Verstoßenen als Hoffnungslose und unbeantworten ihr Leben der Krankheit und allerlei scheußlichen Kreaturen. Da gehen wir jetzt mal hin. Nee, doch, ich habe ja noch ein bisschen gespielt. Ich habe noch die ganzen Fähigkeiten und so gesehen. Sea of Tress. Stufenaufstieg-Menü. Corvus kann Erinnerungssplitter verwenden, um seine Attribute zu verstärken. Stärke erhöht den Schaden, Vitalität erhöht die maximale Gesundheit und Seuche erhöht den Clown-Schaden und die maximale Energie. Corvus erhält jedes Mal einen Talentpunkt, wenn er ein Attribut auf Stufe 25 erhöht. Okay. Gehen wir mal leveln. Wiegen Found. So. 2 Level sagte ich doch. Ich wäre für Stärke. Weil ich will mehr Schaden verursachen. Erste Mal. Anwenden. Talentmenü. Corvus kann Talentpunkte einsetzen, um neue Talente zu erlernen. Talente können jederzeit wieder erlernt werden. Experimentiere also ruhig mit den unterschiedlichen Spielstilen, um dich auf die bevorstehende Herausforderung vorzubereiten. Das ist ziemlich cool. Ich könnte jetzt hier irgendwo Punkte reinsetzen oder wieder rausnehmen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es den Säbelbaum, Parieren, Ausweichen, Klaue, Feder und Strategie.
Und es gibt jede Menge. Und ich glaube auch nicht, dass man in einem Durchgang überhaupt alles freischalten kann. Denn leider gibt es noch kein neues Spiel plus. Bin ich ein bisschen schade, aber vielleicht wird es noch nachgepatcht. Soll da auch mal was nehmen. Was ich interessant fand, war das hier. Nach einer Hinrichtung werden basierend auf der Stufe des Feindes je ein wenig Energie und Gesundheit regeneriert. Finde ich gut. Das finde ich auch gut. Sparen wir uns ein bisschen Heilung. So, fortsetzen. Schauen wir uns das Gebiet mal an. Hier haben wir dann Shortcuts, die gibt es natürlich auch. Da unten links gesehen, 50 Heilung habe ich gekriegt. Das ist für so einen Low-Budget-Gegner schlecht viel. Sammlung von Erinnerungsstufe 1 auf Rausgegenstände. Wo kommst du her? Ah. Okay, wie komme ich nur zurück? Helligkeit her müsste es ja funktionieren. Komm mal her. Auch nicht beide. Alter, der hat schon die ganze Energie weggehauen. Diese Verzögerung bei denen. Echt nervig. Eben uns. Hier ist doch irgendwas hinter mir. Da. Jetzt habe ich pariert. Wird wieder voll Energie. Finde ich sehr hilfreich, diesen Perk. Auf Ältesten. Wie ihr seht, oben links steht immer Spiel speichern da. Also speichert wie bei Dark Souls jede Entscheidung, die man macht. Und auch jeden Tod und all drum und dran. Da könnte ich auch woanders hin? Nee, gell? Jo, Mario. Oh, wieder so ein etwas stärkerer. Man kann damit auch Gegner ranlocken. Oh. Ah, aber gut. Den machen wir weg. Auf mich zu drehen. Das war ein kritischer Treffer. Der hat mir 70 gegeben. Oh, der war fallen lassen. Ah ja, die Splitter. Die sind sehr wichtig. Solchen Waffenmenü. Corvus kann Fähigkeiten Splitter von gefallenen Feinden verwenden, um solchen Waffen freizuschalten. Damit hat man dann die solchen Waffen permanent freigeschaltet. Corvus kann freigeschaltete solchen Waffen im solchen Waffenmenü ausrüsten. Verwende Viereck, bla 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 bla. Alles klar. Dafür wird dann auch die Energie, glaube ich, verwendet. Hier mal lang, da lang, da lang. Oh, hier lang. Ich glaube, hier ging es zur Abkürzung, oder? Ich glaube, ja. Hier war ich auch schon. Genau. Hier sind wir jetzt wieder am Lagerfeuer. Noch ein Level? Nee. Wir brauchen 559. Naja, nicht ganz. Und das sind die solchen Waffen, die es gibt. Also es gibt 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 Stück. Die erste können wir uns jetzt freischalten. Weil wir drei Splitter haben. Und die setzen wir mal auf Viereck. Nehmen wir die Stärke. Verspricht die Superrüstung deiner Feinde. Aha. Und man kann es natürlich noch leveln, wie ihr sehen könnt. Jedes Mal kostet das vielleicht Splitter. Also man hat echt viel freizuschalten.
Was man wohl leider in einem Durchgang nicht schafft. Finde ich ein bisschen schade. Sei denn, man wiederholt immer alles. Spiel bietet auch Nebenquests. Ne, ich gehe den anderen Weg noch immer. Ich will noch ein bisschen leveln. Also Erfahrungspunkte sammeln. Wollen wir alle mitnehmen. Zweimal dieselbe Waffe. Mache ich mal mit Viereck. Und wie ihr gesehen habt, unten verliert man auch Energie. Jetzt können wir sie mit Viereck wieder einsetzen. Deswegen ist es immer wichtig, die solchen Waffen von denen zu holen und hoffen, dass sie die Splitter fallen lassen. Damit man das immer und immer wieder einsetzen kann. Ja, hier war nichts. Ach komm. Dann er mich jetzt getroffen. Kann nicht wahr sein. Ich will jetzt nicht heilen. Fast wieder voll. Wir sind eben da lang gegangen. Gehen wir jetzt mal da lang. Hier hin. Ach, hier war mal, das ist der Anfang hier. Ja, hier waren wir vorhin schon. Also ich finde das sehr hilfreich, diesen Perk, dass man Energie zurückkriegt. Ja, Level-Design haben sich halt ein bisschen an Dark Souls orientiert, aber das ist halt, ja, ich weiß nicht, wie es später aussieht. Hier waren wir noch gar nicht. Sieht auch hart aus. Frechheit. Hat jemand gerade geblockt? Frech. Bei unserer Energie ist wieder voll. Finde ich gut. Das jetzt wirklich zur Story beiträgt. War so klar, dass ich da noch andere Ecke versteckt habe. Die habe ich weggemäht. Aus Gegenstand. Ja, da sollte man nicht reingehen. Gut, dass sie bei 3 sterben. Man kann die natürlich auch erhöhen, die Federanzahl, die Tränke auch. Aber dazu kommen wir noch. Willst du hin? Jetzt hier der richtige Weg? Geh mal kurz den anderen Weg. Der kein Weg ist. Oder hier? Nope. Okay, dann geht's doch da lang. Vielleicht hab ich denn gespielt, Zauber. Ah, ich glaube, ich weiß bis zum zweiten Bonfire. Danach ist für mich blind. No.
immer her damit. Ach, die heißen auch extra dann so wie die Waffen. Weil ich habe ja eine Axt. Solche Waffe und das sind solche Steine für die Axt. Das heißt, ich könnte die jetzt, glaube ich, sogar schon verbessern. Interessant. Jetzt muss ich sitzen bleiben. War nicht die. Krieg ich das auch von den Gegnern? Ja, ich krieg auch von den Gegnern Federn. Komm mal her. Gott sei Dank. Das wäre ich jetzt nicht mehr gekommen. Glaube ich. Ui. Oh ne. Warte, geht's lang. Alter. In den Fersern kann natürlich auch was drin sein. Ah. Ach, das fühlt sich von alleine wieder auf. Du gerade noch eine dritte extra gekriegt, oder? Okay. Oh, wir haben glaube ich wieder zwei Level. Das ist nett. Oh, die Federn laden sich von alleine wieder auf. Interessant. Genau, bis hierhin habe ich gespielt gehabt. Jetzt kommt noch ein kleiner Miniboss. Den habe ich auch noch gemacht und danach ist für mich blind. Ja, das gibt's. Nee, das werden wir mal nochmal. Dann kommt ein etwas härterer Gegner. Stufenaufstieg. Wir haben zwei Level, ja. Ah, 14 Gesundheit. Ich gehe nochmal auf Stärke. Oh. Talent. Oh, erhöht den durch. Ja, springen, das habe ich noch nicht. Bis zu einer 5-Treffer-Kombo. Das klingt gut. Was haben wir denn bei Ausweich? Okay. Was ist hier der Unterschied? Ah, okay. Beinstapel-Offensiv-Buff. Nehmen wir das hier. Aber wie gesagt, die Talente kann man ja immer wieder neu verteilen, aber die beiden finde ich sehr, sehr wichtig. Das hier. Das ist auch interessant. Am liebsten würde ich alle Fähigkeiten können. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. So, kämpfen wir mal gegen einen etwas schwereren Boss. Ah, da war zu kurz gehalten.
Alter, was? Hat mich getötet. Memory interrupted. Ah, schade. Lange verlorene Erinnerungsbilder zurück. Ja, die Seelen muss man natürlich wieder einsammeln. Waren jetzt eh nicht viele, aber trotzdem. Eine Alarm. Ah, das Timing war scheiße. Schenge! Ja, ist schon eine Nummer hier. Das Drängemenü hat man jetzt auch noch freigeschaltet. Im Drängemenü kann Corvus mithilfe eines Alchemistenverstärkers nicht nur die Drängekapazität und die Gesundheitsregeneration von Tränken erhöhen, sondern auch die Anzahl der Zutatenplätze für einen Trank. Nach der Freischaltung der Zusatzplätze kann Corvus den Trank verschiedene Zutaten hinzufügen und ihm damit zusätzlichen Effekten verleihen. Corvus erhält einen Alchemieverstärker, sobald er zum ersten Mal einige der schwierigen Feinde besiegt hat. Wir haben jetzt seine Zeichenwaffe, anscheinend. Erstmal Stufenaufstieg. Ah, ein Level nur. Ich wäre mal für Gesundheit. Talent. Blaue gibt's ja auch. Man kann zwei Angriffe. Bin gut. Soll ich mal. Ja, hier haben wir jetzt die nächste. Das ist von dem Mini-Boss jetzt die Waffe. Nehme ich mal. Hier kann ich verstärken, oder? Ne, 2 von 3. 1 von 6. Schade. Das ist jetzt das Tränkemenü. Es gibt normaler Trank, langhaltender Trank und schnellwirkender Trank. Aber wir haben bis jetzt nur den normalen Trank. Und da kann ich jetzt aufwerten, ob ich Trankmenge erhöhen will, Gesundheitsregeneration, dass es mehr Leben heilt oder Zutatenplätze. Ich bin für erstmal Trankmenge. So, und ab jetzt ist für mich wieder blind. Irgendwas. Haben wir Schlüssel bekommen? Anscheinend. So, das kenne ich jetzt auch noch nicht. Noch länger gespielt als ich dachte. Hey Leute. Komm mal her. Aus, ey.
übelst viele Leute. Okay. Oh, bin doof, ich habe die Dings gar nicht gewechselt. Ja, wir müssen nochmal zurück. Ich wollte doch die Seuchenwaffe wechseln. So. Habe ich nicht hingerichtet. Okay. Ja. Wow. Die macht Schaden. Alter. Aber ich kann die Kisten nicht kaputt machen. Keine Ahnung. Auch noch eine Leiter. Geht's noch weiter? Ja. Blutspur, sehr einladend. Öffnen wir dieser Seite nicht möglich. Melodie von dem Spiel hat echt was Berührendes, kann das sein? Ist so düster. Hat ihr was gehört? Egal, ist ein Geheimweg. Das ist im geheimen Raum des Marktes benötigt. Okay. Sammlung Erinnerungen, was ist denn das? Ah ja, hier sieht man ja auch mal das Menü. Wir sind Stufe 6, Angriffsschaden, Vitalität, solche Feder, Kalender. Das ist das mit dem Level 25, was da vorhin da stand, glaube ich. Ach, Gegenstände gibt's auch. Du verlierst dabei alle Seelen, okay. Oh, das sind solche kleinen Seelensplitter. Wie viel haben wir jetzt? 553. Wie viel geben die denn? Bin nämlich nicht da. 100. Okay. Was haben wir da hier unten? Okay. Also mal gerade durch. Da habe ich doch eben irgendwas gehört. Ah, wieder so eine. Was ist denn? Hey, ich sehe das nicht. Komm mal her. Oh, ist wieder der. Energie muss ich auf jeden Fall auch mal höher machen. Komm her.
nicht einschlafen. Nimm mal deine Axt. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn die Anzeige voll ist. Ich glaube, ich kann da eh nicht durch. Hier ist noch eine Lade. Gehen wir mal die Lade auf. Hier. Hier geht's auch noch runter. Oh, wir haben die jetzt nach unten gefahren lassen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ach so, deswegen konnte ich, weil die nach unten geht. Ah, dein Shortcut. Unten rechts seht ihr ja noch ein Schloss, was das wohl bringt. So. Ah, die Levelarchitektur ist. Boah. Kann man mal machen. Ah, hier oben. Hallo. Kein Splitter fallen lassen, schade. Soll ich mal noch Splitter fallen lassen, okay. Ich hab mich gesehen. Ah, schade. Ich dachte, ich schaffe es, bevor er angreift. Irgendjemand weint hier. Oh, hallo. Schlechtes Timing. Immer noch immer. Jetzt kann ich unten warten, okay. Irgendjemand weint hier. Ach, da. Hört sich die angeschlichen. Das ist eine Trankzutat. Ja, 1051 Seelen. Läuft. Die ist verschlossen. Aber dann kommt der erste richtige Boss. Eigentlich anschleichen. Boah, der viel Energie. Irritiert.
Opfer. Der Typ hier war gerade echt heftig. Ist er wieder voll? Ich darf nicht stehen. Hey, ganz ruhig. Der ist übel. Aber doof. Ich muss schnell ran. Wieder ist wieder voll. Was ist denn das? Was ist das für ein Bug? Unfall ist er wieder voll. Das war gemein. Ist der wieder voll Energie oder auf einmal? Das war uncool. Oh Gott, wo war jetzt der Weg? So, ich kann nicht leveln. Echt mehr Stärke, ey. Ich kann sogar durch Wände angreifen anscheinend. Mal den Weg wieder finden hier. Nicht die Leiter. Erstmal hier wieder. Komm mal her. Junge. Weißt du nicht? So, jetzt kommt der wieder. Ja, ist echt übel, der Junge. Alter, beherrsch dich. Aber ich krieg so wenig Schaden, ey. Nach hinten, zur Seite.
Ich hatte ihn fast gehabt. Ja, stark. Sehr stark. Mensch, ey. Ich werde mir jetzt meine Seelen holen und werde erstmal leveln. Müsste schon fast 2000 Seelen sein, oder? Ja, ist schon echt eine Nummer, der Typ, ey. Wird schwerer als der erste Boss hier. Material fallen lassen. So zum Beispiel. Noch jemand? Nee. Du bist mir zu stark. Ich geh erst leveln. Nochmal Stärke. Das ist ja Wahnsinn, der Typ, ey. Kann man beim Ausweichen noch? Okay. Lauffeder, Strategien. Zweiter Platz für solchen Waffen, das ist ja cool. Das ist auch nett. Mehr Glück finde ich gut. Mehr Sachen finden. Ich habe eine solche Waffe. Messer. Ich könnte die zweite Stufe machen. 67. Ach, Energie ist das, was ich verbrauche. Geht runter. Ah. Ja, komm, machen wir mal Stufe 2. Das. Hab ich was? Schade. Aber versuchen wir es nochmal gegen ihn, oder? Wie viel brauchen wir fürs nächste Level? 1039, das heißt, ich bräuchte. Ja. 10. Brauchen wir noch ein Level? Oh, mal 11.
Machen wir einen stärker. So. Machen wir gleich noch hier Stufe 3. So. Ja, Gegenstände finden finde ich immer gut. Wir wissen, was da noch für stärkere Gegner kommen. Nee, hier lang. Doch hoch, verdammt. Nee, hier lang. Welches Prinzip? Lass mal was fallen. Kommt wieder der, der macht mich eh wieder rund. Er ist echt übel. Komm nicht hierher. Winterfabrik, ah, nicht kämpfen. Du hast Vorteile. Hammer, dass der Typ mir hier solche Schwierigkeiten macht. Als ob. Ja, wir machen schon mehr Schaden jetzt. Den mag ich echt nicht. Heimraum des Marktes. Oh, wo war der denn? Oh, hier geht's. An dieser Seite nicht. Oh, das ist ein Bonfire. Wo war denn jetzt der Markt? Ja. Hier? Nee. Warte mal. Wo war der Markt? Achso, hier war das. Leute.
der Markt nicht. War denn der Markt? Oder nicht? Da oben war ich doch gar nicht wahr. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Irgendwo am Anfang. Geh nicht auf. War das hier oben? Hey, wow, so ein anderer Weg zu hier hin. War das hier unten? Hier war die. Oh ne, hier gab's diese Trankzutat, gell? Ja. Verdammt, wo war die Tür zum Markt? Ja, aber ich muss noch mal in die Aufnahme gucken, um zu gucken, wo die Tür zum Markt war. Ah, hier, glaube ich. Ja, hier ist es doch. Dankeschön. Oh, hallo. Kein Gegner. Corvus, erinnerst du dich an mich? Esmeralda. Vermutlich nicht, ich bin Esmeralda. Ich denke, ich trage wohl auch ein wenig Schuld daran, dass du in dieser Welt bist. Dein Potenzial ist grenzenlos. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch als eine Chance sehen. Corvus, gibt es etwas, das du gerne fragen würdest? Corvus, gibt es etwas, Gehen? Okay. Die scheinen für jetzt im Moment noch nicht so wichtig zu sein, oder? Ich kann nichts auswählen. Schade. Ja, 1510. Das ist ein Level, ja? Dass der Typ nicht nochmal neu spawnt, ey. Wäre echt nervig. Gut, ich werde jetzt nochmal Level steigen. Ah, 1152. Angriff. Beste Verteidigung. Talent. So, was nimmt man da noch? Was gibt es denn bei Strategien noch? Das finde ich interessant. Eine solche Waffe. Die Helebarde, ja, von dem Typ eben. Stärke 9 von 10. Ball. Die ist krass. Nehme ich mal. Rangaufwertung. Nimm mal. Naja, brauchen wir halt 2 dafür. Machen wir mehr Gesundheitsregeneration. Zack. Gut. Ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein mit dem Einblick in Chemesia. Wie gesagt, Spiel ist gestern rausgekommen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich finde, es fühlt sich sehr gut an. Meiner Meinung nach das Beste, Souls-like, vom Feedback her. Und ja, es gibt es für alle Plattformen, sogar für die Switch, außer Cloud basierend. Und ja, wie gesagt, 30 Euro, 10 Stunden Spielzeit wohl angeblich nur, leider.
Also, ich hoffe, es wird ein Erfolg und es kommt ein zweiter Teil. Und sie patchen es auch ordentlich, dass ein neues Spiel Plus noch reinkommt. Weil das wäre echt cool. Und ja, würde ich sagen, an dem Punkt beende ich jetzt meinen Stream. Wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, denn nächste Woche kommt Saints Row. Was ich mit Venom im Koop mal anspielen werde, also einen Einblick dazu mache. Kein Let's Play, weil Dying Light 2 war ein langes LP und es hat eh nicht so viele Leute interessiert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr hier noch mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Hier mit mir, den Smoker, auf meinem Kanal. Der Smoker. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker.